dem Anlass entsprechend, trotz des heißen Wetters, mal wieder in Schwarz und auch mit Zigarette. In Hanau wurden am Mittwoch zwei kleine Kinder ermordet, meine Lieben. Lasst uns ein bisschen drüber sprechen. Bevor ich ins Detail gehe, möchte ich den Opfern einen Namen geben, denn das versäumten die Massenmedien bis auf Bild wieder einmal wohl aus bekannten Gründen. Also das Mädchen, es war erst 7 Jahre alt, heißt Mukmani und ihr 11-jähriger Bruder Janet V. hießen, muss man heute leider sagen. Die indische Familie kam Ende letzten Jahres nach Hanau. Ob sie bereits vorher irgendwo in Deutschland lebte, weiß ich nicht, denke aber schon. Die Familie war, wie man so sagt, zerrüttet. Die Mutter hatte sich kürzlich erst vom Vater getrennt, wohl und auch gerade, weil er die Kinder schlug. Und da reden wir nicht über einen Klaps auf den Po. Ein Nachbar sagte, er hätte noch nie ein Kind gesehen, das eine so große Angst vor seinem Vater gehabt hätte, wie diese beiden armen Seelen. Die Mutter hatte es auch nicht leicht. Stolz, wie sie augenscheinlich ist, wollte sie der Gesellschaft nicht auf der Tasche liegen. Sie verließ morgen für morgen um 6 Uhr ihre Wohnung, weil sie um 7 Uhr auf der Arbeit bei einem Obst- und Gemüsegroßhändler sein musste. Da fragt man sich natürlich, und was war mit den Kindern, wenn die Mutter schon aus dem Haus war? Nun, Mukmani nahm seine kleine Schwester jeden Morgen an die Hand, ging mit ihr zum Bus und brachte sie zum Schulunterricht. Dann fuhr er weiter in seine Schule. All das wusste der Vater und so drang er am letzten Mittwoch um 7 Uhr morgens in die Wohnung im 9. Stock eines Hochhauses ein und schnitt seiner Tochter die Kehle durch. Sein Sohn stürzte vom Balkon. Ob er aus Angst selbst sprang, wie die Menschen am 11. September, oder der Vater ihn hinunterwarf, ist noch nicht geklärt. Die Ermordung der Kinder ist auch wieder einmal ein Fall des Versagens der Politik. Der Vater durfte seine Kinder nur unter Aufsicht eines Mitarbeiters des Jugendamts sehen. Schließlich war dem Amt bekannt, dass er brandgefährlich war. Eine Bekannte der Mutter sagt, am letzten Freitag war das Jugendamt da. Es gab ein gemeinsames Treffen in der Wohnung mit dem Vater. Er soll böse geredet haben. Nun, böse geredet ist noch freundlich formuliert. In Wahrheit soll der Vater seine Tat angekündigt und gedroht haben, es werde etwas Schlimmes passieren. Tja, was sollte das Jugendamt da machen? Schuld trägt für mich die Politik, die aus fadenscheinigen Gründen, also Nazi-Gedöns gab schon unter Adolf Schickelgruber, können wir nicht machen, eine Schutzhaft für solche Fälle verhindert. Und nun möchte ich euch noch einen Grund nennen, der meines Erachtens zu der Gefährlichkeit von Einwanderung beiträgt und der meines Wissens noch nicht thematisiert wurde. Es geht hier nicht um Inder oder so. Mit Indern gab es noch nie Probleme. Ihr wisst, um wen es hauptsächlich geht. Wenn wir über die Einwanderung nach Mallorca reden, dann müsst ihr wissen, 50% der deutschen Auswanderer nach Mallorca schaffen noch nicht mal ein Jahr, weil sich ihre Träume dann doch nicht erfüllt haben, weil sie es sich zu einfach vorgestellt haben. Dann gehen sie zurück. Ähnlich wird es auch ganz, ganz vielen Einwanderern in Deutschland gehen. Wir haben es ein bisschen leichter aufgrund des Sozialsystems, was wir hier nicht haben, aber trotzdem wird es ganz, ganz viele geben, die unzufrieden sind. Die gehen aber eben dann meist nicht zurück. Das heißt, sie haben eine Unzufriedenheit in sich schon mal von Haus aus. Dann kommt noch hinzu, ich habe es selbst erlebt, ganz viele Beziehungen zerbrechen nach einer Auswanderung. Aus ähnlichen Gründen, weil sich gemeinsame Träume nicht erfüllt haben. Und jemand wie ich sozialisiert bin, ich kann sowas wegstecken, auch wenn es weh tut. Aber es gibt eben Leute aus anderen Kulturkreisen, die das nicht so einfach wegstecken können. Manche
können es gar nicht wegstecken und dann kommt es zu solchen Fällen. Ich will damit sagen, zu den Problemen, die es mit kulturfremder Einwanderung sowieso gibt, kommen diese beiden Punkte, Versagen im Beruf, Versagen in der Liebe, noch obendrauf. Die Mutter ist zusammengebrochen, als sie vom Tod ihrer Kinder erfuhr, von der Ermordung ihrer Kinder, und ist in eine psychiatrische Klinik gegangen. Der Bekannte der Mutter, den ich eben schon zitiert habe, sagt, sie liegt da wie gestorben, antwortet, das war's. Tja, meine Lieben, und das war's heute auch von meiner Seite. Ich würde mal sehen, dass das nächste Video mal wieder ein bisschen positiver wird. Hau die rein, macht weiter und bis später.